Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge FLIVE. Und ja, wie ihr hier schon seht, 12 Tage der FLIVE wegen X-Mess-Angebote. Ja, ich wollte nur mal kurz drüber gehen. Also, wir werden auf jeden Fall nicht reincashen, keine Sorge. Aber die Angebote sind meiner Meinung nach eh scheiße. Also, wenn man es mal Black Friday vergleicht, sind die Angebote echt Trotze. Also, eigentlich ist es sogar so. Ja, klar, ich meine, ich habe 200. Ja, okay. Aber ich würde eigentlich empfehlen, nur am Black Friday reinzucashen, weil. Gut, okay, ich meine, es ist immer nur Ende November, einmal im Jahr, aber solche Angebote gab es noch nie zuvor und es war halt für FLIVE-Verhältnisse immer noch teuer, aber trotzdem halt relativ günstig, weil eigentlich alles um 30% reduziert war und zwar Items, oder du halt überall einen fetten Rabatt bekommen hast auf Items, die es entweder eh nicht oft gibt, nur zu besonderen Aktionen, oder die halt sowieso echt schweineteuer sind, wenn da ein Rabatt drin ist, muss man eigentlich zuschlagen. Changeaways. Aber ja. Ihr könnt es euch selber anschauen einfach, also ich wollte wie gesagt echt nur ganz kurz drüber gehen. Hier gibt es nochmal die Space Samurai Sets, das ist vielleicht eine Besonderheit. Da gibt es die Mystery Box, das ist nicht schlecht. Lucky Boxen, Clouds und Pets und Mounts, so, von sowas würde ich eher Abstand nehmen. Mystery Boxen von Fashion, die finde ich ziemlich cool, weil die sind echt cool, weil da ist wirklich random. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas wirklich gerickt ist. Und die haben eigentlich immer Spaß gemacht zu kaufen, weil die kosten auch nur 150 oder so. Oder 250 oder so. Naja, ein bisschen teurer sind sie, glaube ich, schon. Ja, auf jeden Fall, ja, für 20 Euro kannst du 10 Stück holen oder so. Und das ist ziemlich cool. Macht eigentlich ganz Spaß. Die Mounts sind komplette Abzocke, sind sie nicht wert. Dann hier sechsteilige Dinger. Ist langweilig, hat man oft. Das ist auch, hat man auch oft. Dann nochmal. Ach so, das sind verschiedene Dragon-Sets. Oh, habe ich gar nicht gesehen. Aber das ist alles langweilig. Das hat man so oft. Soul Reaving ist auch oft. Das ganz normale Change-Awaking-Offer. Langweilig, das sind einfach nur die Weekend-Bundles, nochmal plus 5, auch langweilig. Und dann hier sind die Angebote, die es die ganze Zeit jetzt gibt, seit dem 20. bis 31. Das ist, finde ich, eine richtige Abzocke, dass es den jetzt nur noch im Cash-Up gibt. Also ich gehe mal stark davon aus, dass es wie alle anderen CS-Pits 1050 W-Coins kostet, also quasi 10 Euro. Den gab es immer, jedes Jahr für 100 Christmas-Token in-game gratis. Und jetzt kostet er 10 Euro oder was? Mega die Abzocke. Mini Santa, Little Snow Monster, meiner Meinung nach auch keine besonders guten Pets, für die es sich lohnt. Also wenn überhaupt, eh nur der Grinch. Aber wie gesagt, den gab es jedes Jahr gratis zu erspielen, deswegen ist es mega die Abzocke, meiner Meinung nach. Mistletoe Set ist Christmas Set. Snowman Set gibt's. Na ja, gut, dann gibt's die wahrscheinlich echt nicht immer. Echt? Wusste ich gar nicht. Also Snowman Set wusste ich echt nicht. Rudolph Set gibt's immer. Santa Set, ja gut, das ist eh hässlich. Okay, ja gut, dann haben wir es eh schon. Also wie gesagt, ich wollte nur ganz schnell rübergehen. Na gut, waren fast 3 Minuten, aber ja, das ist für mich ganz schnell. Genau, Aminos-Boxen-Auslosung kommt heute noch nicht, einfach aus dem Grund, dass das Video noch gar nicht hochgeladen ist. Also das kommt heute, also es kommt genau in 6 Stunden und 30 Minuten online und deswegen kann ich jetzt keine schlechte Auslosung davon machen. Und ich habe das, glaube ich, eh nicht gesagt, wann die Auslosung kommt und so. Und das wird jetzt einfach in einem der nächsten Videos sein, weil ich jetzt wieder so hardcore vorproduzieren musste. Nein, ich nur 3 Tage. Aber die Windows 10 Installation steht an. Und zwar, jetzt gleich werde ich es dann wahrscheinlich starten. Und zwar habe ich jetzt nochmal fett gegoogelt und mich durchgelesen und ja, mir Videos angeschaut. Und das Ding ist, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder man lädt sich ISO-Dateien runter und speichert die auf einem USB-Stick oder brennt sie auf eine CD. Kann ich nicht, mein PC kann nicht brennen. Und ich habe keine DVD-Rundlinge. Also 2 Faktoren, die ich nicht besitze, also fällt das eh schon mal weg. Und ja, dann gibt es eben die entweder die Methode ist, vom USB-Stick aus zu installieren, wofür ich mir erstmal einen neuen USB-Stick kaufen müsste, den schnelleren, besseren und mit mehr Speicher. Und ein leeren, weil auf meinem aktuellen sind meine ganzen Ordner drauf und auf dem USB-Stick wird automatisch alles gelöscht, wenn du auf dem ISO-Dateien installierst oder entpackst halt quasi. Also wenn du auf dem einfach Windows 10 halt drauf hast oder irgendein Windows, irgendein Betriebssystem, dann wird auf dem automatisch alles gelöscht. Das ist ein bisschen blöd, aber logisch. Ich habe gerade Fastwalker aktiviert und hab's einfach nicht, Alter. Das Spiel trollt schon wieder so hart, ey. Es ist fucking 2:30 nachts und da geben die mir meinen Fastwalker nicht. Es ist ein Joke. Ja, und der andere Weg ist, das habe ich jetzt vorhin erst herausgefunden, deswegen bin ich jetzt auch wieder sozusagen excited, also wieder richtig gespannt, denn es geht auch komplett ohne, das ist eh schon das, was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, man kann sich ja die Dateien runterladen, ja, und da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum braucht man dann einen scheiß DVD-Rolling, also diese Dateien, oder einen scheiß USB-Stick, wenn man die Dateien direkt runterladen kann. Warum kann ich nicht direkt auf meiner Festplatte die installieren? Warum brauche ich da was Externes dafür? Weil ich meine, im Endeffekt kommt sie dann trotzdem auf meine Festplatte drauf, die ich aktuell drin habe.
Also das ist das, was ich die ganze Zeit nicht verstanden habe. Jetzt habe ich endlich einen Weg gefunden, wie es geht. Man muss die ISO-Dateien bereitstellen, in Anführungszeichen. Also wie es geht, kann ich jetzt nicht auswendig erklären. Ist aber nicht besonders schwierig. Und damit upgradet man dann sein Betriebssystem. Das heißt, man, also zumindest so verstehe ich das, weil Upgrade heißt für mich nicht Neuinstallation. Neuinstallation ist was anderes als Upgrade. Upgrade bedeutet für mich das, was man gratis vor einem halben Jahr noch machen konnte. Nämlich einfach sein System upgraden auf Windows 10 und alle Dateien, alle Ordner, alle Programme, die du drauf hast, bleiben genauso, wie sie sind. Hoffe ich, dass es so ist. Wenn nicht, ist auch scheißegal, aber im besten Fall ist es echt einwandfrei unaufwendig, weil dann muss ich einfach nur Windows 10 einrichten und habe dann alles genauso wie vorher. Also das wäre echt ultra chillig, wenn es so funktioniert. Ja, ich bin ein miese Peter, ein Pessimist, deswegen gehe ich stark davon aus, dass das nicht so wird und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich neu installieren muss oder es überhaupt nicht funktioniert und ich trotzdem dann über USB-Stick machen muss. Eins von beiden, aber naja, so bin ich einfach. Ich sehe es halt immer eher negativ. Im besten Fall aber, wie gesagt, nicht. Habe ich mit Dela vergessen. Ach, jetzt nervt mich doch nicht. Jetzt edit mich hier einer als Freund. Mann, was soll denn das auf Dela hier? Das ist doch ätzend. Oh, ein Warpon Suit F. Geilo. Geil. Ja, genau. Auf jeden Fall sind das die beiden Methoden. Und das werde ich jetzt auf jeden Fall dann probieren. Und ja, wäre cool, wenn es funktioniert, weil ich habe echt keinen Bock, nochmal das neu einzurichten. Ich meine, ich habe ja gesagt, ja klar, ich habe jetzt eh nicht alles neu installiert, wobei mittlerweile schon, weil ich meine, wie lange habe ich jetzt Windows 7 schon wieder drauf? Eineinhalb, fast zwei Wochen. Ja, also, ja, ein paar mehr Sachen jetzt doch wieder installiert, die ich halt gebraucht habe oder machen wollte. Ja, und das alles wieder neu zu machen, ey, oh mein Gott, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Also ich wette, die meisten von euch haben das genau einmal gemacht, dass sie einen PC gekauft haben. Ich habe meinen PC mittlerweile so oft neu aufgesetzt, dass ich kann nicht mehr zählen. Also wir sind noch nicht im zweistelligen Bereich, aber bestimmt sechsmal in den vier Jahren, wo ich ihn habe. Also das ist viel zu viel. Allein dieses Jahr zweimal, also es ist einfach zu oft, Alter, das ist so nervig, ey. Aber ich meine, wem geht auch zweimal die Festplatte kaputt? Ich meine, das ist einfach nur GG. Das ist einfach nur. Deswegen bin ich auch immer so pessimistisch, weil es passiert mir halt einfach andauernd so eine Scheiße. Ich meine, da kannst du halt nicht fröhlicher sein, weil du wirst andauernd vom Leben gefickt und da musst du halt einfach. Na gut, okay, wenigstens geht's mir gesundheitlich gut oder so, aber trotzdem. Bei so einer Scheiße wird man einfach nur gefickt und deswegen kann man es nicht positiv sehen. Aber ja, damit schwatze ich euch ja jetzt eh schon lang genug zu. Aber ich wollte nur sagen, dass es einen Lichtblick gibt und eventuell ist alles geklärt. Wenn nicht, geht einfach auf Facebook vorbei und schaut euch wieder meine Rage-Posts an, die ich dann immer live absende, wenn irgendwas nicht klappt. Eventuell auch mit Bildern. Und ja. Genau. Ja, ich werde es wie gesagt jetzt direkt dann machen. Also ich werde jetzt noch das Video rendern und hochladen und dann noch das andere Video, was ich vorhin aufgenommen habe, hochladen und rendern. Rendern und hochladen. Und ja, dann zum Viertel nach drei oder so werde ich es starten und hoffentlich klappt es dann. Wenn nicht, dann GG. Rip me, rip Urlaub, rip Flive spielen. Weil ich habe heute zum Beispiel gar kein Flive gespielt, weil ich einfach, ja, keine Ahnung, also ich habe heute fast bis drei gepennt, erste Urlaubstag. Ich habe schon so lange nicht mehr ausgeschlafen und ich habe heute nicht mal ausgeschlafen. Ich meine, es waren zwar fast 12 Stunden, aber ich habe mich überhaupt nicht ausgeschlafen gefühlt. Genau. Aber ja, das wollte ich auf jeden Fall mal machen, wieder lange pennen. Und deswegen war eh schon der halbe Tag im Arsch. Und dann habe ich mich, wie gesagt, noch ein bisschen durchs Internet gelesen. Währenddessen war ich eh nur AFK. Da habe ich ein bisschen LOL gezockt und dann war es irgendwie schon 1 Uhr nachts. Also keine Ahnung, wo der Tag hingegangen ist, aber viel mitbekommen habe ich davon nicht. Genau. Aber ja, so viel auf jeden Fall zu der Windows 10 Sache. Vielleicht fällt mir noch was ein, aber gerade eigentlich nicht. Genau, dann eine Sache, die jetzt schon anscheinend länger ist oder so. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gemerkt. Der Intro-Link und der Outro-Link, also zu den quasi Quellen, wo ich die Musik habe, muss man ja verlinken, sonst könnte ich die Leute ja wegen Copyright anschwärzen. Weil der käme mal, von dem die Musik ist, also der die, also das ist so ein kleinerer Musiker oder ich sag mal eher Interpret oder Künstler, weil, naja, es sind ja, also es ist schon Musik, aber es ist halt so, keine Ahnung, also er singt halt nicht, also, na, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er mir letztens, also vor einem Jahr oder so, mal in die Kommentare geschrieben, dass er es nice findet, dass ich seine Musik benutze, also alles auf Englisch halt. Und hat mir dann neue Links gegeben, die habe ich dann auch in die Beschreibung getan, aber jetzt sind alle Links weg. Also, beide Links funktionieren nicht mehr. Das ist etwas komisch. Ja, werde ich dann wahrscheinlich demnächst auch raustun. Also eigentlich würde ich sie gerne drin lassen. Ich meine, wenn sie eh nicht funktionieren, was bringt einem dann eine Quellenangabe?
Aber ich kann einmal schauen, vielleicht finde ich den YouTube-Channel oder so von dem Kerl, dann kann ich ja wenigstens das verlinken. Oder seine Facebook-Seite habe ich, glaube ich, sogar geliked. Also zwar nur 3000 Likes oder so. Na gut, ich habe nicht mal 200. Aber erstmal auf Facebook gehen und liken. Aber ja, das mache ich vielleicht so. Also nur, dass ihr Bescheid wisst, weil sich da letztes Mal jemand gewundert hat, warum die nicht gehen oder dass die nicht gehen, hat er mir mitgeteilt. Und ja, habe ich jetzt die ganze Zeit vergessen anzusprechen. Aber ja, ist mir auch aufgefallen, dass die nicht mehr gehen. Genau. Genau. Ja, wenn wir schon bei Beschreibungslinks sind, ihr könnt ja mal auf den Link klicken in der Beschreibung mit Bananatic, weil die machen momentan PS4-Giveaway zu Weihnachten, wobei es jetzt schon relativ spät ist dafür. Ne, Moment. Ich glaube, wenn das Video online kommt, ist es schon vorbei. Ne, ihr könnt ja trotzdem auf die Seite schauen. ja. Würde mich unterstützen, weil es mein Rev-Link. Aber das ist so eine Seite, wo man sich quasi durch Spiele spielen Geld erspielen kann. Also Steam-Guthaben oder auch Passive-Karten oder CSGO-Skins und sowas. Indem man Spiele spielt und da Aufgaben erfüllt und da kann man dann eben, ja, so die Währung von der Seite verdienen. Mit der Währung kann man sich Sachen kaufen. Ist ganz cool. Kann man auf jeden Fall mal machen, wenn man eh nach neuen Spielen sucht oder so, dann ist es eigentlich eine gelungene Abwechslung, weil dann wird man bezahlt dafür, dass man sich Spiele anschaut, die einem eventuell gefallen könnten. Und ja, das ist auf jeden Fall nicht schlecht, aber nur um das mal so am Rande zu erwähnen. Ja, und dann das Letzte, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist der Crackshooter-Skill, ja, weil da jetzt schon mehrere Leute geschrieben haben, warum benutzt du den nicht? Ja, mein Gott, Jungs, ich bin noch nicht mal eine Woche Crackshooter. Ich denke immer nicht dran, dass ich ihn habe und das ist wieder so ein Dreckskill. Ich hasse es, warum sind die Skills immer nur so kurz? Der hält auch wieder nur 5 Minuten. Ich verstehe nicht, warum. Also hier Bowmastery fast 10 Minuten, also 8 irgendwas halten die, glaube ich, oder 9 oder so. Und Special Bowmastery genauso. Ach, warum können die nicht alle so lange halten, ey? Weil wenn die alle abwechselnd ablaufen, das ist, keine Ahnung, voll nervig. Bei Bowmastery ist eh so ultra scheiße. Den muss man echt gar nicht aktivieren, weil der Skill ist so useless. Aber, ja. Für Dungeons ist es, denke ich mal, eh nicht so wichtig. Ah ja, stimmt, apropos Dungeons, da ist auch noch was anderes, was man ansprechen könnte. Aber ja, wie gesagt, ich bin noch nicht so lange Crackshooter, deswegen denke ich nicht immer dran. Und ich finde es immer blöd, wenn man sagt Crackshooter-Skills, weil Crackshooter hat quasi für mich nur einen Skill und das ist der Angriffsskill, weil der andere ist Treffsicherheit und der, also der nochmal andere ist Treffsicherheit hier und wo ist der? Der da ist es, oder? Ja. Über die Reichweite. Also Reichweite bringt mir persönlich eigentlich gar nichts, in keiner Art und Weise, weil je höher meine Reichweite ist, desto weiter liegen die Drops weg. Bringt mir nichts, vor allem nicht beim Leveln. Bei Dungeons könnte es einem bringen, aber eigentlich auch nicht. SR spiele ich momentan nicht und GW auch nicht. Von daher, ja, gibt es wie gesagt keinen einzigen Bereich, wo mir der Skill irgendwas nützen würde. Und Treffsicherheit schon gleich gar nicht, weil Treffsicherheit ist Max bei mir. Mit über 600 Decks und Z plus 10 und was weiß ich noch alles. Ah, alles klar, erstmal schön Portbacken. Genau, jetzt habe ich noch zwei Sachen. Sag ich zuerst das. Wegen Farmchar. Ich weiß, man könnte sich einen Farmchar erstellen, allerdings finde ich es einfach nur extrem nervig, sich jede Stunde das komplette Equip rüber zu traden, umzurüsten und sich extra einen Char zu erstellen für Level 80 oder den erstmal auf 80 zu ziehen. Okay, würde nicht lange dauern mit meinem Set. Plus 10 und dem LSD und dem Schmuck würde ich eher das One-Hitten wahrscheinlich in Astro, ja, aber trotzdem ist es einfach nur, ja, nervig. Also, das alles rüber zu traden. Also auf 80 ziehen wäre kein Ding, aber, ne. Also vor allem, man müsste sich ja dann entweder mehrere machen, wobei Queens, jetzt waren wir gerade drin, aber ich habe keine Ahnung, welches Level die ist. Aber ich glaube, die ist Level 85. Und Hörnis ist, glaube ich, 100. Nee, Hörnis ist, glaube ich, 95. Royal ist 110. Ziemlich sicher. Ja. Ja, da müsste die 85 sein. Naja, gut, okay. Ich meine, die drei würden vielleicht sogar gehen. Wobei, wenn Hörnis echt 95 ist, dann geht er nicht, weil 15 Level drüber, da machst du überhaupt keinen Schaden mit Level 80. Das wäre nicht gut und Master Tramno schon gleich gar nicht. Mit 30 KAP mit Level 80 zu bekommen ist relativ schwierig, selbst mit einer 40% AP-Suit. Das dürfte nicht ganz ausgehen. Und ja, ich finde es wie gesagt einfach nur saunervig, sich das die ganze Zeit rüber zu traden. Für bestimmte Events wie das 30-fach-Event, okay. Oder für Dreifach-Drop-Events, okay. Dann würde ich es dann schon eher einsehen, als einfach nur so. Ganz ehrlich, ist es mir zu aufwendig. Ich meine, natürlich, da spricht dann die Follower das einem und dann kann man auch nicht die ganze Zeit rumholen. Na, dann kommen wieder alle, ja, dann hol doch nicht rum, wenn du nichts droppst. Okay, okay, Message angekommen. Ihr müsst euch ja die Videos ja nicht anschauen, wenn es euch stört.
Ja, aber es ist halt, keine Ahnung. Ich finde es einfach nur nervig, ja. Also wer sagt, dass er Bock drauf hat, wenn er levelt, dann jede Stunde rauszugehen, sein komplettes Equip. Das ist dann ein Act von 15 bis 20 Minuten, das jedes Mal alles rüber zu traden, den Dungeon zu machen, zurück zu traden. Und du brauchst ja dann auch noch eine extra Party für den. Oder wenn du eine eigene hast, musst du immer irgendeinen rauswerfen. Also es ist schon Aufwand. Und wenn dann muss es sich halt wirklich rentieren. Und ich sag mal, für 5 von 10 Waffen, die du droppen kannst, rentiert sich halt einfach überhaupt nicht. Wenn die 5 Mio wert sind, dann alles umsonst gemacht. Ich meine, selbst wenn du dann jedes Mal was droppst, bis auf X-Sword und ja, Bow, Knuckle nicht mal. Knuckle kriegst du auch noch 150 Mio oder so für. Ja, also einfach meine Meinung dazu. Ich weiß natürlich, es wäre möglich und vielleicht mache ich auch irgendein, also jetzt bei dem Event nicht, aber vielleicht irgendwann mal einen von meinen 60er Akros. Ach so. Ja, stimmt, da war ja was, ne? Ich habe ja gar keinen. Fuck, ich müsste sogar von 1 anfangen. Ja, dann mache ich es erst recht nicht. Dann vielleicht beim nächsten Boost-Event. Aber ja, könnte man vielleicht mal machen, um sich für ein Drop-Event sozusagen vorzubereiten. Aber naja. Wie gesagt, bin jetzt nicht so der Fan von und deswegen mache ich es eigentlich nicht. Und dann meinte unter einem Video vor ein paar Tagen mal jemand, dass die Treffsicherheit deine Chance erhöht, dass das Mob nicht blockt, beziehungsweise durch die Blockrate durchzukommen. Und dazu muss ich jetzt einfach mal sagen, das ist kompletter Schwachsinn, weil erstens habe ich es ausprobiert und zweitens ist es einfach nur, es ist schlicht und einfach nicht wahr. Treffsicherheit im Forum definiert, also nicht im Forum, im Wiki, erhöht deine Chance zu treffen, verringert deine Missrate, steht wortwörtlich auf Englisch so drin. Decreases your chance to miss. Steht wortwörtlich so drin, ich habe extra nachgeschaut. Und der Wert Dex erhöht deine Hitrate auch. Und mehr steht nicht drin. Da steht nichts von erhöht deine Chance durchs Block zu kommen und so weiter und so fort. Und ich habe es in Dark Rathesi ausprobiert. Ich habe einen Mob gekillt. Oder sogar zwei. Ich glaube, es war nur eins. Aber trotzdem. Einen Mob gekillt. Ohne Link Attack aber. Also da brauche ich schon so 20 Hits mindestens für, wenn ich nicht durchkomme. Und ich bin nicht durchgekommen. Ohne Hitrate. Und dann habe ich mich Accuracy 30% gebufft und den Skill benutzt. Nochmal 30%, also 60% mehr. Was ja dann, nach der Logik müsste ich ja dann auch relativ viel öfter durchkommen, ne? Ich meine, mit 60% mehr Hitrate müsste man ja dann deutlich öfter durch die Blockrate kommen. Guess what? Bin ich einmal durchgekommen, genau wie beim Mob ohne Treffsicherheit. Also, das ist einfach nur Schwachsinn. Ich meine, wenn man sich selbst denkt, dass es funktioniert, dann mein Gott, mach's, benutze es, aber es ist halt einfach nicht wahr. Von daher, ja. Es ist einfach so. Ich meine, ich habe es ausprobiert, es ist einfach so. Und selbst wenn, dann nach dem Test, ja, erhöht es deine Chance vielleicht um 0,01, dass du öfter durchkommst. Wow, das bringt mir so viel. Also, einfach nur nicht true. Und wie gesagt, wenn es in offiziellen Quellen schon nicht drin steht, dann wird es wohl in-game auch kaum wahr sein. Genau, wollte ich auf jeden Fall auch mal ansprechen. Einsprechen, genau. Einspruch, euer Ehren. Ja, eigentlich will ich jetzt gar nicht weitermachen, weil das Video soll möglichst kurz sein, damit es schnell gerendert und hochgeladen ist. Weil, wie gesagt, ich habe jetzt dann noch was vor. Und deswegen würde ich auch sagen, wir nehmen Royal nicht fertig auf. Eigentlich will ich jetzt gar kein Royal machen. Ich will jetzt eigentlich offline gehen und die Scheiße rendern. Und okay, ich sollte es nicht Scheiße nennen, aber ja. Ihr wisst, was ich meine. Ach, leck mir doch die Nüsse. Noch kurz überlegen, ob ich alles gesagt habe. Wie gesagt, Aminus-Auslosung kommt dann entweder im nächsten Video oder im übernächsten Video oder falls überhaupt mal wieder ein Video kommt, weil ich meinen PC nicht geschrottet oder weil ich meinen PC schrotte. Es ist fucking 3:15, also verzeiht mir, wenn ich mich ein paar Mal verspreche oder so. Wollte ich auch schon eher aufnehmen, aber ich weiß halt nicht, wo die Zeit hingegangen ist. Es ist so spät und ich fühle mich halt einfach nicht so, als hätte ich irgendwas heute gemacht. Das ist ziemlich nervig. Eigentlich ist es saunervig. Genau. Ja, nee, aber dann ist jetzt echt Feierabend. Das sieht voll cool aus, wenn man auf der Minimap plötzlich sieht, wo man ist, ne? Weil das einem echt wenig bringt, weil die Karte ist nicht wirklich... vor allem, schau dich mal, wo ich gerade bin. Ich meine, was ist das für eine Karte, Alter? What the fuck, ey? Ich meine, das ist Gang 1, also das ist Ebene 1, das ist Ebene 2, aber ich meine, ich bin halt einfach nicht auf der Ebene drauf. Also hier sind die Gänge und ich bin einfach leer im Nichts. Und da, warum ist das so weit auseinander, also... Und was ist da dieser dämliche Kompass, Alter? Ist mir doch scheißegal, wo Osten, Westen und Norden ist, Alter. Junge. Also wer auch immer die Karte gemacht hat, der sollte mal home gehen, weil er ist auf jeden Fall drunk. Oder er sollte drunken gehen und auf jeden Fall home ist. Naja, Schluss mit den schlechten Witzen.
Ah ja, genau, wer es noch nicht mitbekommen hat, die Codes gehen jetzt. Ja, kann man sich ein gratis Restat abholen. Natürlich alles seengebunden. Grid E, Special Upcut Stone und ein paar andere Sachen. CS sitzen 7 Tage noch ein paar dabei. MF. Ganz cool. Aber ja, ist jetzt nicht so das Wahre. Oh, ich habe meine AP-Suit gar nicht an. Ah ja, genau, stun mich erstmal. Ja, ja, jo. Ja, moin. Ja, moin. Ja, darf ich jetzt meine Suit rausholen und anziehen? Darf ich? Dankeschön. Genau, da müsst ihr einfach nur auf die Webson-Holiday-Seite gehen. Also kommt man eh drauf, wenn man Fly-Seite das erste Mal öffnet, dann verlinkt die automatisch und dann einfach auf diese Codes gehen und dann sich irgendeine Seite suchen, wo es noch Keys da sind. Am besten eine, wo man sich auch nicht registrieren muss. Und dann gönnt man sich einen Code und dann kriegt man die Sachen, wie gesagt. Ballons sind auch noch dabei, habe ich mir sogar mal aufgehoben. Die AP-Ballons werde ich wahrscheinlich sogar reinschmeißen, danach die Angriffskraftbomben. Moment mal. Oh. Die geben mir 50 weniger als die Ballons, die ich immer drin habe. Okay, dann werde ich die Ballons wegwerfen. Aber die mit Angriffskraft werde ich auf jeden Fall mal aufheben. Weil halten die... Wie lange halten die denn eigentlich? Sind es die, wo nur 6 Stunden halten, oder? Naja, dann ist eh scheiße. Aber egal, ich werde sie trotzdem benutzen. Und, ja, dann war's das eigentlich auch schon. Wie gesagt, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Betet, dass alles funktioniert, wobei, wenn ihr das Video seht, hat es entweder schon funktioniert oder nicht funktioniert. Das heißt, ihr wisst dann wahrscheinlich schon Bescheid, aber egal. Könnt ihr trotzdem beten dafür, dass nichts mehr kaputt geht. Und ja, dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut rein und ciao, ciao.